Dienstbeginn für Nicole Müller. Im Betriebshof Nord in München-Fröttmanning macht sie gleich ihre U-Bahn-Start klar. Den Zug C2, ein Modell der jüngsten Generation im U-Bahn-Fuhrpark der Münchner Verkehrsgesellschaft. Das Besondere ist, wie man ja schon sieht, dieses, sagen wir mal, ziemlich spacige im Fahrerstand. Naja, man merkt schon, dass der mehr anreist wie die anderen. Bevor sie losfährt, kontrolliert die gebürtige Pfaffenhofnerin den Zug. Hat ein Fahrgast etwas vergessen und sind die Notbremsen intakt? Ich überprüfe jetzt in dem Fall, ob die Plomben überall fest sind. Wir haben an jeder Notbremse und an jeder Türnotentriegelung im Zug Plomben befestigt, um eben festzustellen, ist die betätigt worden, wenn ja, ist das gemeldet, ist das bekannt und natürlich, dass man es wieder noch plombieren kann im Bedarfsfall. Die ehemalige Heilerziehungspflegerin ist vor ein paar Jahren eher zufällig zur U-Bahn gekommen und möchte jetzt keinen anderen Beruf mehr ausüben. Heute hat sie eine ganz besondere Fahrt vor. Ich fahre heute vor zum Kieferngarten und treffe da auf einen besonderen Menschen, der die U-Bahn seit Anbeginn mitgeprägt und mitgestaltet hat. Und ich freue mich drauf. Der Anbeginn, die U-Bahn-Eröffnung mit Bundesverkehrsminister Leber und Ministerpräsident Goppel. Möge Gottes Segen Züge und Menschen hier im Untergrund begleiten. Am 19. Oktober 1971 war die U6 nach 6 Jahren Bauzeit fertig. Eine 12 Kilometer lange Strecke mit 13 Stationen. Nicole Müller fährt zu einer von ihnen, dem Kieferngarten. Die Haltestelle im Norden von München war eine der ersten, die gebaut wurden. Und dort wartet schon ein Fahrer der ersten Stunde auf sie, Siegfried Bernecker. Ja, das zu sehen, den ganzen U-Bahn-Aufbau, die neuesten Fahrzeuge und die lieben Kolleginnen, die haben wir damals vermisst. Wir waren eine Männergesellschaft. Ja, mal schauen, die neue Technik. Ich habe das Fahrzeug noch nicht selber gefahren, sondern nur begutachtet am Anfang. Und jetzt ist für mich ganz interessant. Die Neuerung, das Ganze. Einfach schön. Ja. Wenn irgendwas ist, gell? Klopf's mal ab Finger. Ja, gut, werden wir sehen. Ich glaube, ich kann was Nötiges. Ja, freilich, selbstverständlich. Bitte einsteigen zu einer Zeitreise. U-Bahn fahren, das war ein lang gehegtes Vorhaben. Schon vor 100 Jahren hatte man in München von einer unterirdischen Bahn geträumt. Die Pläne konkretisierten sich Ende der 30er Jahre am Goetheplatz. Hier sollte damals eine Tiefbahn entstehen. Doch dem Projekt der NS-Zeit setzte der Zweite Weltkrieg ein Ende. Die bereits gebauten Schächte wurden zum Luftschutzkeller umfunktioniert. Im Archiv gibt es Aufnahmen eines BR-Reporters Mitte der 60er Jahre, die von der Suche nach den Überresten am Goetheplatz zeugen. In diesem Raum des 581 Meter langen Tunnels in der Lindwurmstraße sollte einmal die Fahrkartenhalle untergebracht werden. Wo ich hier durchkomme, das ist ein Luftschutzeinbau, der mitten in die Strecke hineingestellt worden ist, damals im Krieg. Hier, wo ich jetzt hergehe, sollten die Schienen herlaufen. Links haben wir den Bahnsteig, darauf liegt teilweise Schutt. Die Qualität dieses Betons hier genauer ansieht, wie leicht der sich zerschlagen lässt. Überall sind die Säulen nämlich in dieser Weise angegriffen. Wolfgang Pischek, Angestellter im Nahverkehrsbetriebsdienst, hat sich mit der Baugeschichte befasst und damit, wie es dann doch weiterging mit dem Bauprojekt. Ja, die größte Herausforderung besteht eigentlich da, wo man nicht direkt unter die Straßen rein kann, weil das ist die einfachste Bauart. Man reißt eine Straße auf, macht ein Riesenloch, schmeißt auf gut Deutsch die Schienen da unten rein, macht einen Deckel drüber, fertig. Das nennt sich Deckelbauweise. Aber das geht natürlich nicht überall. Man muss auch teilweise mit der Vortriebsmaschine unter die Häuser durchbohren. Und das ist teuer und es dauert recht lang.
Wolfgang Pischek arbeitete im U-Bahn-Durchgangsstellwerk. In den 80er Jahren war dieses hier von der U2 das größte seiner Zeit. Die U-Bahn wuchs. Andere Verkehrskonzepte der 60er Jahre hatten sich längst überlebt. Man darf nicht vergessen, München wollte man damals eigentlich zu einer Art autogerechten Stadt umbauen. Und wenn viele Autos fahren, kommt natürlich auch keine Straßenbahn mehr weiter. Ja, für München hat das natürlich schon einen Quantensprung in der Verkehrsqualität bedeutet, weil man mit einer, so einer U-Bahn wesentlich schneller sich in der Stadt bewegen hat können, als wenn mit den Straßenbahnen. Vorsicht, Türen werden geschlossen. Die ersten U-Bahnen waren für die Münchnerinnen und Münchner noch ein Abenteuer. Wie kriegt man die bloß auf? Das war wenige Wochen nach der Eröffnung, im November 1971. Jetzt, was soll ich von der U-Bahn halten? Wenn eine Großstadt wie München eine Großstadt werden wollen, hat es eine U-Bahn. Ne? Wie wir es in Berlin und sonst auch schon erlebt haben. Fahren Sie das erste Mal heute mit der U-Bahn? Ja, schön ist, wunderbar. Ja, ja. Aber es geht schnell, gell? Ja, sehr schnell. Und es ist schön, wenn man das noch erleben kann. Es ruckelte ganz schön in den Zügen der ersten Stunde, weitaus mehr als heutzutage. Ganz anders im C2, in dem Nicole Müller ihren außergewöhnlichen Fahrgast Siegfried Bernecker, der die Anfänge noch miterlebt hat, geschmeidig nach Fröttmanning chauffiert. 2002 ist er in den Ruhestand gegangen. Dieses neue Modell ist er nicht mehr gefahren. Nicht mal fliegen ist schöner. Da muss ich da recht geben. Schau, deswegen bin ich ja keine Pilotin geworden, sondern U-Bahn-Fahrerin. Der Holle, gell? Also, man muss jetzt schon oben rumgehen. Unzählige Male ist er selbst hier gefahren. Doch diese Rückkehr in die Fahrerkabine ist für Siegfried Bernecker etwas ganz Besonderes. Läuft! Ich hoffe, eine tolle, kurze Fahrt. Und vor allen Dingen die Apparaturen am Fahrerstand ist mir auch ziemlich neu und sehr interessant. Am liebsten würde ich selber noch mal kurz fahren. Aber ich darf nicht mehr, habe kein Fahrerlaubnis. Der gebürtige Eichstätter kam mit 18 Jahren 1959 nach München. Er begann als Straßenbahnschaffner, doch es sollte beruflich noch weitergehen. Zunächst wurde er Straßenbahnfahrer. Und das war dann bis 67, 68. Und dann kam ich zur U-Bahn. Und der Betriebsleiter hat mich mal zu sich gerufen und gesagt, ich hätte für Sie einen neuen Job. Sie sind noch jung, die U-Bahn ist die Zukunft. Wie schaut es aus? Ja, dann habe ich beworben zur U-Bahn. Dann musste ich meine Dienstkleidung tauschen gegen Arbeitsanzug. Sigi, was war für dich so das schönste oder aufregendste Erlebnis während deiner Karriere als U-Bahn-Fahrer? Was ich geliebt habe, waren Großveranstaltungen. Olympiade. Fußballspiele sowieso bei ausverkauften Haus mit 70.000 Zuschauern. Evangelischer Kirchentag. Alle Großereignisse, die sonst noch so waren, das war für mich das Oktoberfest. Das war immer eine Herausforderung. Und das habe ich geliebt. Schon Ende der 60er Jahre hat Siegfried Bernecker als Testfahrer die neuen Züge ausprobiert. Die Modelle wurden immer weiterentwickelt. Aber arbeiten quasi unter Tage, ist das nicht sehr gewöhnungsbedürftig? Ich habe den Unterschied gemerkt zwischen Straßenbahn und U-Bahn. Bei der Straßenbahn musst du immer Angst haben, die fährt ein Auto rein, die laufen Personen rüber und hast vielleicht einen Unfall auch. Das war immer ein bisschen Angst dabei. Bei der U-Bahn bin ich auf meinem eigenen Bahnkörper, ich habe mein Signal, nach dem richte ich mich. Es ist definitiv eine Gewöhnungssache. Also das erste halbe Jahr war hart, muss ich zugeben. Allein schon, weil du nie die gleichen Anfangszeiten hast. Also du bist im Schichtdienst, logischerweise fängst du dann einmal in der Früh an oder einmal ein bisschen später an. Und wenn man dann nur den ganzen Tag oder die meiste Zeit im Dunkeln verbringt, ist das schon am Anfang ein rechter Kampf. Aber es ist nicht so anstrengend, wenn man glaubt oder wenn man meint. Auch Wolfgang Pischek ist nach wie vor mit Herzblut dabei und hat fasziniert erlebt, wie die U-Bahn sich an die neue Zeit anpasst. Sie wird nicht mehr wie früher durch Einzelstellwerke gesteuert, sondern zentral in einem Betriebszentrum. In dieser Herzkammer des öffentlichen Nahverkehrs laufen alle Kanäle zusammen.
Das ist einer von 6 Stellwerksarbeitsplätzen, die wir in der neuen Betriebszentrale haben. Von denen aus für einen bestimmten Bereich Weichensignale angesteuert werden, die Zugläufe überwacht werden. Dieser neue Leitraum da herin, der hat uns jetzt wirklich mit einem Schlag ins 21. Jahrhundert neu katapultiert. Wenn Sie sich da umschauen, wir haben fast kein Papier mehr. Das läuft jetzt heute alles nur noch elektronisch. Heute kommt die U-Bahn auf gut 100 Streckenkilometer, 100 Bahnhöfe, rund 1 Million Fahrgäste pro Tag und gut 900 pro Zug. Eine Entwicklung, die sich sehen lassen kann. Und das, obwohl der Anbeginn noch gar nicht so lang zurückliegt. Sieg ist schön was, wirklich. Ja, hab mich auch wahnsinnig gefreut, dass ich die wieder gesehen habe. Hat mir jetzt Spaß gemacht, mit dir zu fahren, einen neuen Zug. Das war für mich echt aufregend. Okay, gute Fahrt weiterhin. Dankeschön. Und mach's gut. Pass auf dich auf. Störungsfrei. Auch. Gute. Mach's gut.